Na hallo, ihr schon wieder hier? So, wir sind hier wieder bei World of Medi 2 und wir haben ja, ich habe ja schon im letzten Part gesagt, ich kümmere mich heute um ein Haustier. Ich möchte mein Haustier holen, beziehungsweise ich kann mir jetzt eins abholen. Und am liebsten hätte ich so knuddeligen kleinen. Oh, der ist ja dick. Der sieht ja eklig aus. Okay, also ich hätte gern alles, bis auf den, ne? Und mal gucken, was der jetzt so zu uns hier sagt. Hallo Terror Dragon, I see you're getting strong, ich sehe, du wirst besser von Tag zu Tag. Ich denke, die Zeit ist reif, um ein Babypet aufzuziehen und ihm zu zeigen, und ihm die Welt zu zeigen. Sure the race to become a great assassin battles. Ah ja, okay, es könnte mich im Kampf unterstützen. Before anything, however, let me give you a Prima and how to raise a pet. Ach so, also eine Anweisung. Spending time and triumphing over other in duel will raise witness in a battle. The treats you feed it will influence its offensive capitals once in the race. As you are training someone, it will gain experience. Okay, es gibt einen Erfahrungsbonus. After it's reached level 50, it can be evolved into a mount for your ride. Okay, ab Level 50 kann ich das Pet in ein Reittier verwandeln. However, its stats cannot change once evolved, so recommended to train your pet to the fullest. The maximum level is 100. Also das heißt, auch wenn es noch mein Reittier ist, kann ich es anscheinend hochleveln so an sich. Und das gibt mir dann halt Erfahrungsbonusse. Since I have a couple of favors available back go, I can ask him to craft tools which you can feed to your pet, raise its ability, irgendwie was mit hochziehen, tool drop, you won, be won, train pet too hard, it might lose progress, another attribute, that will know, are you ready? I am ready. Und jetzt? Hallo? Ich dachte, jetzt kriege ich ein Pad. Oder muss ich jetzt zu diesem Backgo-Heini gehen? Open Shop? Oh, was sind das? Lion Pads hier. Das ist hart. Also, wenn ich mir da jetzt eins holen sollte, dann... Na, weil Introduction, ja, das haben wir jetzt schon. Ein Keiler, ein Wolf, ein Tiger und ein Löwen-Pet, ja? Hat man die Auswahl und diese Seelen hier, Defensive Pets, Awareness, Combat, also das sind wahrscheinlich so die verschiedenen Tränke, um es hochzuziehen wahrscheinlich, aber er meinte jetzt irgendwas mit Backgo, wir sprechen mal Backgo an, vielleicht hat er da irgendwie einen Plan. Muss ich jetzt echt 12 Millionen für ein Pet hinblättern? Ja, ta-ta-ta-ta, you see him, be right, only us, Wolf, Liver, Noch irgendwie was? Making potions, Maiden Stone, how do I get the liver? Alles klar, also können wir jetzt auch nichts machen. Wir müssen echt warten, bis wir das Geld für das Pet zusammen haben. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier mal was geschenkt, aber irgendwie keine Chance. Ist natürlich jetzt ein bisschen traurig. Wie viel müssen wir fürs, also die Tränke kosten... Naja, wenn der hier 2 Millionen kostet, ist das bestimmt der Beste. Hier muss ich mir dann also ein Pet holen. Finde ich jetzt zwar eigentlich nicht so schnieke, weil... Ja, es ist... Aggression Bonus, Loyalty Bonus, Perception, Stardiness. Aber an sich, alle haben Löwen. Das finde ich kacke, dass man denn eigentlich schon wieder fast gezwungen ist, einen Löwen zu haben. Alle Krieger haben Löwen und auch der Sura da. Das heißt, wir dürfen uns wahrscheinlich einen Löwen holen. Ne? Und den dann mit diesen schönen, teuren, roten Tränken füttern. Das wird natürlich wieder hammermäßig. Gut, dann muss ich mir meine Notoption für den Part wählen. Und zwar habe ich ja jetzt Level 40 erreicht und so weiter und so fort. Und mir fällt gerade auf, ich habe noch gar nicht angefangen, die Zeit aufzunehmen. Werde ich jetzt einfach mal machen ab jetzt. Ich schätze jetzt mal, wir haben bis jetzt 3 Minuten so ungefähr gebraucht. Werde ich dann einfach aufrechnen.
Und da machen wir das jetzt folgendermaßen, weil ihr dürft dreimal raten, welcher Typ wieder Kompasse hat. Richtig, genau dieser Typ hier. Wo sind die? Da. Weil ich ja Level 40 erreicht habe, dann habe ich dann natürlich wieder welche bekommen und ihr wisst, was heißt, wenn ich Kompasse habe. Ab in die Wüste! So, Jung, die Dessert. Gleich mal loslegen hier, hä? Ja, wir gehen heute in die Wüste dann. Dachte ich mir, das kann man sich eigentlich nochmal gönnen. Schön abwechslungsreich. Und hatten wir ja auch noch nicht so oft auf meinem Kanal, muss man ja dazu mal sagen. Öko, ja, ist klar, ist klar. Dazu reiten wir jetzt aber erstmal. Dazu reiten wir jetzt aber erstmal ein bisschen weiter in die Mitte der Wüste. Wir ziehen nun auch die Buff zu uns, damit die uns nicht runterballern, weil dank unserem neuen Schild dürfte ja eigentlich nichts passieren, ja? Muss man einfach mal so sagen. Dürfte jetzt eigentlich hier keine Probleme geben weiter. Das Einzige, was wir mal machen werden, wir werden mal so ein Geschwindigkeitspimmel hier, Ding hier reinbringen. Und dann stellen wir uns einfach mal so ein bisschen weiter mittig in die Wüste oder zumindest hier ein bisschen weiter oben, damit wir, ne, wisst ihr schon. Und wer weiß, vielleicht ist ja mal wieder ein Aura-FB dabei. Das wäre natürlich optimal. Ja, muss man einfach so mal sagen. Und ich glaube, wir stellen uns jetzt einfach mal hier oben auf den Berg. Und dann gucken wir mal, wo uns die Nadel hinführt. Das hier machen wir mal weg, weil das brauchen wir nicht. Oder sehen wir hier schon Mädchen? Seht ihr ein? Dann bitte jetzt was sagen. Okay, keiner sagt was. Let's go. Oh, wir dürfen wieder zurück. Okay, ja, gut, dann steht hier dieser 40er Mädchen. Schon, ja, alles klar. Ist okay, ist okay. Ich sage am besten gar nichts mehr dazu, ne? Ist immer die gleiche Scheiße. Ach so, ich bin mit meiner Buff noch in Channel 1. Das tut mir jetzt natürlich leid. Dann geht's gleich weiter. Mache ich eine Werbepause oder lohnt es sich nicht? Ich glaube, es lohnt sich nicht. Ich wüsste nicht mal, was ich für eine Werbepause bringen sollte. Darf ich überhaupt Werbung einfach so machen? Ich weiß es gar nicht. Ich wüsste nicht mal, für was ich Werbung machen sollte. Schreibt mal in die Kommentare, wenn es jemanden juckt, von was ihr gerne mal hier Werbung sehen würdet. Also, ich habe ja nicht mal meine Videos irgendwie, wie heißt das, wie nennt das YouTube, monetarisieren oder irgendwie so. Das mache ich ja nicht mal, ne? Also, ihr braucht euch, ihr könnt euch nicht mal auf dem Kanal beschweren, dass hier irgendwie Werbung ist oder so. Das ist hier nicht mal. Weil, ja, erstens lohnt sich das mit den Klicks, die ich mache, nicht. Und zweitens habe ich darauf keinen Bock, weil es mich selber immer angekotzt hat, wenn Werbung vor den Videos war. Bis ich mir dann so ein nettes Tool namens Adblocker geholt habe. Und, aber ich möchte das euch einfach nicht antun, deshalb mache ich das jetzt einfach auch nicht. So, und der nächste Mädchen. Ich habe das dumme Gefühl, dass er den gleichen Mädchen nochmal meint und der noch nicht gecheckt hat, dass er nicht mehr da ist. Gut, dann gehen wir Channel 3, wenn er das noch nicht gerafft hat. Ist immer so ein bisschen komisch, ne? Aber ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal, als wir das gemacht haben, war das nämlich auch der Fall. Oh, erstmal hinterm Ohr kratzen. Da war das nämlich auch der Fall, dass er das so genommen hat und gedacht hat, der steht immer noch da. Der erkennt das immer recht spät, wenn der Mädchen weg ist. Finde ich immer ein bisschen schade. Und hier ist natürlich dann wieder gleich ein 40er Mädchen. Oder? Ach komm. Ach da. Da steht ja unser 40er Mädchen. Na Mensch, wer hat denn gedacht, dass hier ein 40er Mädchen ist? Ich glaube, ich muss da mal weiter runterlaufen. Wir haben uns jetzt hier nicht so ein Schild geholt, damit wir 40er Mädchens klatschen können. Das hatten wir auch schon davor gekonnt. Wir wollen ja 50er und 45er Mädchens. Ich meine, aus dem Mädchens hier, da kommt da wahrscheinlich sowieso nichts Gescheites mehr raus. Und ich bin so ein Idiot, ne? Statt ich einfach die Dinger hier mal einlege. So. Hab nämlich ein paar Mal den Oberorg bekommen. Hab dadurch einen Erfahrungsring, der ist bei dem Lager. Und diese zwei Diebeshandschuhe bekommen. Deswegen macht sich das Farm zurzeit mit dem hier eigentlich recht gut. Und ich bin immer noch am Überlegen, wie ich jetzt mit ihm hier weitermache. Entschuldigung für die Lags, wenn ihr die jetzt auch seht. Ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich im Level jetzt weiter hochgehen sollte. Oder ob ich doch erst noch diesen 21er Helm holen sollte. Oder vielleicht sogar auch gleich noch ein Armband und eine Kette. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Also ich glaube, ich mache nur den Helm und dann gehe ich weiter hoch. Ja, also ich denk mal, der Rest wird sich dann so noch ergeben. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich lege mir jetzt erstmal das scheiß Haustier dazu, sobald ich ein paar Sachen wieder verkauft habe. Weil ich Haustiere geil finde.
beziehungsweise wenn die mir wirklich einen Erfahrungsbonus geben, dann ist das natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Und wieso leckt das schon wieder, ne? Ich krieg schon wieder Zustände hier. Warum leckt das? Mann. So, ja, das ist natürlich sehr schön, dass es jetzt hier leckt. Wenn es bei euch auch leckt, ja, bei mir auch. Ihr braucht es mir nicht sagen. Jetzt, warum leckt denn das gerade? Das ist total behindert. Ja, alles klar. Ah, da war gerade ein Mädchen. Da war sogar gerade ein Mädchen. Oh Gott. Habe ich gerade beim Leggen so gesehen. Ich schließe das hier mal. Jetzt vielleicht? Jetzt habe ich Standbild. Okay. Und jetzt mal im Ernst. Kommt hier gerade irgendwie ein Update oder so? Nee, hä, lol. Es ist echt komisch, ne? Aber es leckt auch übel hart bei meiner Buff gar nicht. Nur bei dem Typen hier. Wie wär's, wenn ich mich mal auslogge? Wieder einlogge. Er macht aber auch gar nichts, ne? Das Fenster ist irgendwie buggy. Loggst du dich mal bitte aus? Na gut, ich cut einfach mal, wir sehen uns gleich wieder. Ich starte mal kurz World of Meeting neu. Irgendwas ist hier cool. So, da sind wir aber schon wieder. Ich hoffe, ich habe das jetzt erstmal hingekriegt, ja. Das ist ja irgendwie sehr, sehr komisch. Jetzt fängt es nicht echt schon wieder an zu laggen, oder? Also wenn ja, dann weiß ich. Wieso ich. Das Fenster von meiner Buff geht übel leck, aber irgendwie. Es leckt schon wieder, ne? Es leckt einfach schon wieder. Was ist denn gerade los mit meinem PC? Okay, schon wieder Standbild. Okay, jetzt nicht mehr. Ich hoffe, man sieht es in der Aufnahme jetzt hier nicht so laggig. Laggig. Weil das wäre echt behindert. Weil, also, oh. Besonders mal bei einer Buff sehe ich es einfach bildscharf. Und ich verstehe es nicht. Liegt das am Aufnahmeprogramm? Ja, mache ich jetzt noch was oder? Ich sehe es nicht. Oh, lol, mein Leben geht runter. Ja, ich bin tot. Schön. Aber irgendwie ist es so richtig beschissen gerade. Ich guck gerade mal auf meinen Task Manager, ob hier irgendwas ist, was jetzt übermäßig viel wegnimmt. Eigentlich nicht. Hier ist nichts. Ein Update wird ja auch gerade nicht gezogen. Hm. Tja, sollte ich vielleicht mal das Fenster von meiner Buff schließen? Moment, das geht dann. Ach Gott, leck mich doch am... Hallo, ja, Ich schließe mal kurz das Fenster von meiner... Vielleicht geht's ja dann. Es geht immer noch nicht. Also irgendwas ist hier ganz komisch. Ich weiß ja nicht, ob ihr es laggy seht. Das ist doch beschissen. Ja. Na gut, dann soll es nicht sein. Leider. Tut mir echt leid. Wir werden das ein andermal bestimmt irgendwie fortsetzen können oder so. Dann mache ich das mal. Oder ich mache einfach mal. Naja, habt ihr eh schon alles mal gesehen. Aber irgendwie... Er reagiert einfach nicht, ne? Na gut, dann war es das jetzt erstmal leider notgedrungen mit dem Part. Ist natürlich jetzt wieder nicht so lang geworden, aber muss reichen. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich werde versuchen, mich mal um die Probleme zu kümmern. Geht, hat die ja noch nie. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.